Moin Leute, Hi. willkommen wieder hier bei uns. Wir sind's wieder, ja. Heute gibt's wieder ein Spiel, Battle Report, Warhammer, 9. Edition. 2000 Punkte. 2000 Punkte. Diesmal mit Zwergen. Zwerge. Und mal wieder Untote. Ja, das gleiche Spiel wieder, ne? Ja, wollen wir mal sehen, ne? Mal gucken. Zwerge, ob die mal ein bisschen Angst haben vor den ganzen Untoten. Ich hoffe nicht. Ja, Zwerge ist ja moralstark, das sollte eigentlich kein Problem sein. Ja, durch den Moralwert 9 eigentlich. Ja. Mal gucken, was noch reißt. Eine Bank, ne? Viel Schützen, Kriegsmaschinen. Und natürlich die Eisenbrecher sind wieder dabei. Eisenbrecher dabei. Und die Irren mit den roten Haaren. Ja, Slayer. Haaren. Ich habe mal Slayer eingepackt. Da bin ich auch mal gespannt, was die so reißen. Ja, wie gesagt, Armeeaufstellung. Kommt gleich. Der jetzt gleich im Anschluss. Ne? Und wenn ihr Bock habt, bleibt dran und zieht euch das Spiel genau, rein. Genau, könnt euch das angucken. Also, bis gleich. Heute, wie schon erwähnt, 2000 Punkte. Diesmal habe ich Zwerge dabei und ja, ein Rundschmied als Kommandantenauswahl sozusagen, also als Held. Dann 10 Musketen, 15 Armbrustschützen, dann 20 Eisenbrecher und 12 Slayer sowie eine Orgelkanone. So, 2000 Punkte und mal gucken, was die Jungs so reißen gegen die Untoten. So, und hier die 2000 Punkte der Untoten, die ich mal wieder eingepackt habe. Wieder dabei ist natürlich der Nekromant. Dann diesmal noch dazu ein Flugwürst. Dann 30 Zombies mit vollem Kommando und 20 Skelette auch mit vollem Kommando. Dann Elite sind 20 Verfluchte mit zwei Händern und auch vollem Kommando. Dann 3 Geister und 4 Gruftschrecken mit inklusive Champion. Ja, das war soweit bei mir und dann sehen wir mal weiter. So, dann fangen wir mal an mit die Spielfeldseite auswürfeln. Genau. Und Tote machen wir 3. Zwergen 2. Welche Seite möchtest du? Nehmen ruhig hier die rechte Seite. Mit den Feldern? Okay. Genau, hinten sind die Felder. Dann können wir ja auch auswählen, wer die Auswählung da eben aufstellen. Genau, ne? So. Eine 4. Eine 4. Geht schon gut los hier. 1 so. Und 5. Ja, dann würde ich sagen, dann fange ich mal an mit Aufstellen. Ja, also Zwerge beginnen mit Aufstellung. Dann sehen wir uns gleich wieder nach der Aufstellung. Aufstellung Zwerge ist getätigt. Ja, was haben wir denn hier stehen? Ja, ganz außen hier stehen die Slayer. Mhm. Dann haben wir hier die Musketenschützen. Hier oben auf dem Hügel haben sich die Armbrustschützen postiert. Hier die Eisenbrecher mit dem Runenschmied. Und zu guter Letzt halt der Orgler. Ja, schön kompakt in der Ecke. Schön zwergischer Artilleriehügel. Schön klassisch. Oldschool halt, ne? Genau. Ja, hier auf der anderen Seite die Untoten. Und hier auf der rechten Seite stehen dann die Geister. Daneben da die Gruftschrecken, gefolgt von den Skeletten, dann die 30 Zombies mit dem Nekromanten drin. Und hier zu guter Letzt dann die Verfluchten inklusive Flugwürst. Ja, dann können wir direkt mal auswürfeln, wer zuerst anfängt. So, also ich würde gerne nicht anfangen. Ja, dann gucken wir mal. Ja, dann bitte. 6 und 1, er verzichtet auf den ersten Zug. Das heißt, Untote haben Zug 1. Runde 1, ja. Dann ist leid. So, Runde 1 der Untoten. Die ja, Untoten sind eigentlich komplett vormarschiert. Hier die Geister und Gruftschrecken sind einfach vor. Der Rest der Infanterie eigentlich auch. Magiephase war überhaupt nicht erfolgreich. Nicht ein Spruch durchgekommen, wurde alles von den Zwergen gnadenlos weggebannt. Ja, ja. So ist das rein, oder nicht? Antimagiker halt, ne? Ja, naja, gut. Dann wollen wir gucken. Runde 1 der Zwerge. Und was dann passiert? Dann gleich wieder. So, Runde 1 Zwerge.
Ja, und zwar ein bisschen ausgerichtet. Die Slayer sind ein Stück vor, die Eisenbrecher sind ein Stück vorgegangen. So, dann habe ich mal zwei Runden geschlagen, sind beide auch erfolgreich durchgekommen. Einmal, dass der Gegner plus 1 auf seine Runden kriegt, wenn er mit mir im Nahkampf ist. Also, dass sie schwieriger getroffen werden. Und das andere, dass die Trefferwürfe wiederholt werden müssen. Dann habe ich geschossen, mit den Musketenschützen auf die Gruftschrecken. Leider wurde alles wieder rückweg regeneriert. Genauso wie mit den Armbrustschützen habe ich mal nichts getroffen. Dafür war der Orgler ganz erfolgreich. Da habe ich dann ein Gespenst, ist es glaube ich, ne? Nein, ein Geist. Geist, habe ich einen Geist weggeschossen. Ein Geist weg. Lebenspunkte. Und hier einen Lebenspunkt noch. Ja, gezogen, also fünf Leben gezogen. Fünf Leben gezogen. Jo, das ist eigentlich soweit gewesen. So, und jetzt denk mal. Kommen sie gleich und dann gibt es eine große Klopperei hier. Tja, wollen wir gucken, was passiert. Ist bis jetzt noch nicht so schön. Aber mal abwarten. So, Runde 2 der Untoten. Ja, bisschen Zentrum hier ein bisschen vormarschiert. Die Verfluchten sich ein bisschen ausgerichtet. Im Zentrum sind die Skelette und Zombies ein bisschen vorgerückt. Hier haben die Gruftschrecken die Eisenbrecher angegriffen. Ja, wie man sieht. Einer steht noch von vieren, also nicht ganz so erfolgreich. Die Geister haben sich auch ein bisschen vorbewegt. Ja, die Magiephase war halt nicht so prickelnd, nur zwei Energiewürfel gehabt. Mit Doppel-1 gewürfelt, ne? Ja, mit Doppel-1. Ja, schön zwei Stück gehabt. Da konnte ich einen Spruch durchbringen. Und ja. Das war's gewesen. Das war's. Ja, dann zweite Runde Zwerge. Ja. Runde 2 Zwerge. Sind soweit durch. Ja, ich habe wieder eine Rune geschlagen, dass du wieder plus 1 auf deine Runde gekriegt hättest. Ja, aber der Gruftschrecken hat ja mal gar nichts gemacht. Nee, das ist ja einfach durch das Kampfergebnis. Ja, die Eisenbahn haben auch nichts gemacht, muss man ja, sagen. Ja, nur das Kampfergebnis hat sich dann der Gruftschrecken aufgelöst. Genau, hat er sich dann verpieselt. So, und hier der Orgler nochmal drauf geschossen. Einen Geist nochmal gezogen und die Musketen haben hier einen Verfluchten geschossen. Ja. Das ist eigentlich im Grunde gewesen. Und deine dritte Runde, ne? Jo. Super. So, dritte Runde der Untoten. Bewegung, ja, wie folgt. Das Geist-Schwarm-Base hat versucht, die Salbenkanone anzugreifen. Hat verkackt, natürlich. Dann die Zombies. Zombie-Bus hier, der hat sich ein bisschen formiert. Die Verfluchten haben die Slayer angegriffen. Das letzte Glied rausgeschlagen, bei den Verfluchten sind 3 Mann gefallen, mhm. Aber unerschütterlich, dadurch sind sie ja stehen geblieben. Ja, die Slayer waren unerschütterlich. Genau, die Slayer sind unerschütterlich, deswegen sind die Slayer auch stehen geblieben, weil die hätten sonst verloren. Ja, hier die Skelette haben die Musketen angegriffen und haben einen Schaden halt gemacht, also einen Mann rausgezogen. Im Gegenzug haben sie, glaube ich, 2 verloren, mit Stehen und Schießen, glaube ich, insgesamt 5 waren es. Und ja, haben. Dank Angst und meinen Entflohen. Genau, dank Angst. Wie dem minus 1 auf dem Moral. Ja, konnten sie einfach verfolgen, aber haben es leider nicht geschafft zu überrennen. 2 Zoll haben gefehlt. Dadurch stehen sie jetzt in einer nicht ganz so schönen Situation, da die Armbrustschützen da in der Flanke stehen. Ja. In der Magiephase wurde noch hier eine Einheit Zombies beschworen vor den Eisenbrechern. Ja, ansonsten. Ist das eigentlich die Phase soweit gewesen? Mhm. Dann geht's wieder ab zum Zwergenspieler. Genau. So, Ende Zwerge Runde 3. Ja, was ist passiert? Jo, der Roger hat hier wieder einen Lebenspunkt ausgeschossen. Das war's, ne? Ja, genau. Ja, die Zombies, die hier standen, wurden aufgerieben. Und ich habe glorreich hier 2 Zoll überrannt. Ja, stimmt. Mitten im Wald. Ja, die Musketen haben sich hier tatsächlich wieder gesammelt. Und hier der Nahkampf ist gut ausgegangen für die Armbrustschützen. Wie viel sind, glaube ich, gefallen? 7 oder so? Ja, 5, 7 oder so, genau. In dem Dreh. Andersrum natürlich hier die Slayer, bis auf den letzten Mann aufgerieben. Ich hätte es fast geschafft, sogar den letzten noch zu retten. Ja, das war echt hart, ey. Er hatte die letzten, also 8 Wunden wurden gemacht, 6 Mann standen. 3 hätte er nur bestehen müssen, dann wäre einer noch stehen geblieben, weil die Dinger laufen ja nicht weg. Und die letzten, bei den letzten 3 Würfen hat er dann erst noch eine 6. Und dann der letzte Wurf für den letzten Mann war dann eine 2, Gott sei Dank, für mich. Ja, jetzt haben sich natürlich die verfluchten Flugfürste eingedreht und wollen zu den Eisenbrechern. Tja.
das klappt nicht. Ja. Ja, und dann kommt die vierte Runde der Rundbogen. Ja, dann bis gleich. So, jetzt sind wir durch. Runde 4. Runde 4 der Untoten. Ja, der Nekromant hat sich hier aus den Zombies rausbewegt, hat sich hierhin bewegt, die Zombies ein Stückchen zurück. Die Verfluchten wollten eigentlich hier in die Flanke der Eisenbrecher gehen, haben aber leider eine glorreiche Doppel-1 gewürfelt. Und auch trotz ihrer Champion-Plus, dass sie halt immer eine 4 bekommen, hat immer nicht gereicht, weil ich eine 5 gebraucht. So, dementsprechend sind sie ein Zoll nach vorne gekrochen. Ja, hier hinten hat haben die Geister endlich mal die Salbenkanone bzw. Orgelkanone weggemacht. War auch unnachgiebigen Moralwert 9. Ja, war ein sehr knappes Ding. Gerade so gereicht. Wegen Angst. Wegen Angst, ja. Angst ist echt stark geworden in der Edition. Mhm. Hier hast du aufbeschworen. Genau, hier habe ich ein paar Skelette wieder aufbeschworen. 8 Stück. Nur 8 Stück sind wiedergekommen und ja, im Nahkampf habe ich nichts gezogen. Er hatte mit einen gezogen und ich habe einen im Nahkampf verloren, also sind insgesamt 2 Skelette wieder gegangen. Mhm. Ja, das war jetzt im Großen und Ganzen diese Runde. Runde 4, ja. Genau, jetzt Runde 4 der Zwerge. Runde 5? 4. 4? Runde 4 der Zwerge. Die Eisenbrecher haben sich eingedreht und der Wundschmied hat zweimal seine Runden geschlagen, zweimal total Energie. Die eine wurde gebannt, die andere nicht, deswegen die eine ist jetzt verloren. Dafür haben sie jetzt noch die Runde, dass ein schlechter gebundet wird. Ja. Dann, achso, zu erwähnen, glorreich in der Schussphase, die 9 Musketenschützen haben auf ihn geschossen, auf 7 und ihn trotzdem eingezogen. Das muss man ja mal hier erwähnen. Ja. Im Nahkampf, jo, ich glaube, wie 7 Mann. Ja. Die Skelette haben nichts gerissen, ich habe ihn welche rausgeschlagen und durch meinen Flankenangriff, Geht und Schamate sind dann wieder etliche zerfallen, aber ich habe nicht viel gesprungen. Das passiert ja überall nichts. Das wird, glaube ich, das wird gleich entscheidend sein. Mal gucken, was in der 5. Runde jetzt passiert. Ja. Jo, dann übergebe ich das Zepter. Viel Spaß. Werde ich haben. So, Runde 5. Zwerge ist durch. Jo, die Eisenbrecher haben sich gesammelt. Ja, wie zu erwarten. Ja, hier ist eigentlich nur ein Skelett und der Geist hat einen Lebenspunkt verloren, das Kampfergebnis. Genau, das Kampfergebnis. Die Zwerge haben nichts gerissen, die Untoten haben nichts gerissen. Und dieser schwule Geist, der regt mich richtig auf, muss ich dazu sagen. Ja. Ja, die Schützen haben auch mal versucht, auf den Nekromanten zu schießen. Aber leider sollte es nicht sein. Nichts getroffen. Ja, dann kommen wir jetzt in Runde 6. Letzte Runde und können noch gespannt sein. Jetzt können sie noch alles wenden. Das ist alles noch sehr interessant. Ja, Runde 6 der Untoten. Bewegungsphase war, ja, die Zombies haben sich dahin bewegt, der Nekromant da hinten hin bewegt, das ist immer noch so geblieben. Mhm. Die Verfluchten haben die Eisenbrecher nochmal angegriffen. Und sind aufgerieben. Ja, und sind eigentlich komplett aufgerieben. Die sind halt ja, von der Platte gelaufen. Die haben auch verfolgt, hinterher verfolgt, also haben sie überrannt, sind von der Platte jetzt gelaufen. Ich erwähne nochmal wegen Angst. Ja, nochmal wegen Angst. Ja, Angst ist schon echt sehr, sehr stark, also mit diesen minus 1. Also, und in der 9. muss ich sagen, ist Angst wirklich sehr, sehr stark. Ja, durch diesen Fluch, den sie vorher noch aufgesprochen, den ich vorher noch aufgesprochen habe, dass sie schon generell minus 1 Moral haben. Und dann auch bei Angst minus 1, dann kriegen sie einen permanenten und dann minus noch das 2. Kampfergebnis. Und dann noch das Kampfergebnis dazu. Ist schon halt eine Bank. Und obwohl die unnachgiebig waren, das ist trotzdem halt, ne? Die haben ja, gut, unnachgiebig waren sie nur wegen dem Charakter, aber der ist ja eine Runde vorher schon gefallen. Ja, aber selbst auch dann mit Moralwert 9 und dann kriegst du minus 2, ja, dann hast du auch nur noch 7 Menschenmoral mit Zwerge. Mhm. Und dann kommt noch das Kampfergebnis dazu. Mhm. Ja, war halt schon sehr hart. Boah, hier hat sich ja nicht. Ja, da hat sich eigentlich nichts getan, ist wieder genau ausgeglichen gewesen. Mhm. Also der Geist ist, der irgendwie begeistert der mich irgendwie wirklich da im Rücken. Schon eine ganz lustige Einheit. Mhm. Ja, jetzt kommt die letzte Runde der Zwerge. Ja, hier wird wahrscheinlich nicht mehr passieren. Ja, eigentlich wird gar nicht mehr passieren. Ja, irgendwie. Die Schützen können jetzt nochmal schießen. Oder angreifen. Oder auch angreifen. Ja, was bringt's dann, ne? Ja, das ist die Frage. Mal gucken, was noch passiert. Ja, so. Runde 6 Zwerge. Ja, genau. Und auch quasi Spielende.
Ja, ist ja nicht mehr so viel passiert. So, eigentlich nur den Nahkampf noch abgehandelt. Ja, also die haben jetzt einen Angriff angesagt. Sind jetzt in die Skelette reingegangen. So. Und mit dem Nahkampfergebnis, also mit dem Zuschlagen und dann mit dem Auflösen, steht jetzt noch Champion der Skelette. Und zwei Lebenspunkte hat der Geist noch verloren. So. Und dann ist das Spiel vorbei. Würde ich sagen, ja. Sieg und Tote. Weil Zwerge haben ja nicht mehr so viel. Naja, hier stehen ja noch fast. Genau, die fast kommen komplett. Ja wieder von der Seite. Die sind ja fast komplett noch. So, jetzt sind wir komplett. Genau. Ja, die sind noch ganz komplett. Der Kompakt steht noch. Ja, also Verluste, gut. Die Gruftschrecken, die haben es natürlich überhaupt nicht gebracht. Ja, sagen die auch nichts. Die sind eigentlich eine der schlechtesten Einheiten, muss ich ja sagen. Ja, die Matchwinner-Einheit bei mir, muss ich sagen, sind eigentlich somit die Verfluchten. Und ja, mit dem Geist zusammen. Das kann ich mir irgendwie nicht entscheiden, welche davon. Aber der Geist war ja auch heftig. Weil der Geist war ganz cool, weil der die Kriegsmaschine halt weggemacht hat und danach schön die Einheit im Rücken angegriffen hatte. Und gut, hat halt nicht so viel gerissen, aber hat quasi dafür gesorgt, dass die Skelette am Leben geblieben sind. Dadurch, genau, durch diese passiven Bonus, die plus 2 im Rücken und manchmal hat er sogar noch Leben gezogen. Hat schon mal ein bisschen was gebracht. Das war auch schlecht. Obwohl, die Verfluchten, das war natürlich eine Bank als mit den Eisenbrechern, das war natürlich schon hart. Ja gut, Angst und die Zauberspruch da, der hat schon ordentlich was gerissen. Ja, das ist halt, ne? Bei dir so die schlechteste Einheit, deiner alles. Meinung. Alles. Ich war alles scheiße. Ja, weiß ich nicht. Irgendwie nicht ins Spiel reingekommen. Und ja, nachdem der Rundspiel dann im Duell mit dem Zufuss, also sich gegenseitig durchgeschlagen haben, danach ging es halt abwärts, ne? Und die, was ich ganz ehrlich sagen muss, die Orgelkanone da mit Moralwert 9 unabhängig gegen den Geist gekommen, also das ist echt. Ja, das war ärgerlich. Eine Schande halt. Ne? Auch wieder wegen Angst. Auch wieder wegen Angst. Wegen Angst minus 1, ja, das ist schon. Da kann man nichts machen, ne? Nächstes Spiel sieht wieder anders aus und dann. Und brauchen sich nicht wieder ärgern, ne? Ja, das stimmt. Mal gewinnt man, mal verliert man. Ja, mal verliert man und dann mal gewinnen die anderen, ne? Ja, stimmt. Ja, also, in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal.